Hier FM, Berlins Electronic Radio. Timeline. Hallo und willkommen zurück hier bei Pure FM live von der Großdemonstration Alarmstufe Rot. Jetzt hier bei mir die Monika Kruse. Hallo. Hallo. Danke, dass du dich kurz hier mit uns bereitstellst. Warst du bei der letzten Demo auch schon dabei? Ich war bei insgesamt 5 Demos dabei, schon gleich von Anfang an. Es wurde ja dann erst die Alarmstufe Rot vor einem Monat, glaube ich, das erste Mal durchgeführt. Vorher war es halt Eventszene retten. Genau. Aber ich finde es halt ein wahnsinnig wichtiges Thema. Es gehen so viele Existenzen verloren. Es ist auch toll, wie viele Leute einfach hier sind und dir Flagge zeigen. Wir hören uns kaum noch. Ja, wir hören uns kaum noch, aber ich finde es schön, dass jetzt so viele Leute auf die Straße gehen. Am Anfang waren wir relativ wenig. Ja. Wir werden lauter und das ist ganz wichtig, weil wir haben keine Lobby und das ist, glaube ich, unser größtes Problem. Das ist das größte Problem auf jeden Fall. Wir haben halt niemanden, der so in der Politik hinter uns steht, wie halt, wenn du für die Autoindustrie arbeitest oder Fluggesellschaften. Und das sollte halt auch das Ziel sein, ne? Nach dieser Demo, dass wir endlich Gehör in der Politik bekommen. Wir werden definitiv im Stich gelassen und das ist die größte Einnahmequelle und Umsatzquelle. Dem wird zu wenig Beachtung geschenkt, eindeutig. Ja. Und wir werden auch als Sündenbock dargestellt, was nicht der Fall ist, weil sehr viele halten sich eben an Hygienevorschriften. Gerade bei den Konzepten auch. Ne? Genau, wir haben Hygienekonzepte und trotzdem werden wir als Erste abgesägt und noch nicht mal finanziell unterstützt. Das geht nicht. Das geht einfach gar nicht, auf jeden Fall. Vielen Dank für dein Statement. Wir sehen uns später. Ciao. Pure FM, Berlins Electronic Radio. Timeline.